Ja, heute geht es um ein Thema, was uns schon länger eigentlich beschäftigt. Und zwar, wie die großen Big Techs, also Google, Meta und Amazon, mittlerweile mit Agenturen und Werbetreibenden umgehen. Und Lisa, da wollen wir uns einfach mal ein bisschen Dampf ablassen, würde ich sagen. Ne? Da tauschen wir uns mal aus, ganz genau. Früher war es ja immer so, dass diese Tech-Plattformen ihre Werbeplattformen zur Verfügung gestellt haben. Ne? Da gibt es den Meta-Ads-Manager. Ne? Genau, den Meta-Business-Manager zum Beispiel, wo diese ganze Meta-Welt organisiert ist, genau. Die Werbetreibenden. Genau, bei Google Ads gibt es den Google Ads-Manager. Also da, wo sozusagen die Werbung geschaltet wird und dann wird es ausgespielt. Ne? Und das war eigentlich immer so, die Arbeitsteilung, die Plattformen haben diese Werbeplattformen zur Verfügung gestellt, haben dir das gegeben als Unternehmer oder als Agentur und haben gesagt, okay, damit kannst du jetzt werben. Ne? Und dann hat man da Werbung geschaltet und so hat das Ganze eigentlich immer funktioniert. So hat es gut funktioniert, ganz genau. Allerdings hat sich da in den letzten Jahren und vor allen Dingen, sage ich mal, seit letztem Jahr ein bisschen was verändert. Also wenn man so die Umsatzzahlen der Big Techs liest, dann schaut das immer super aus. Ne? Der Umsatz bei Google und Meta wächst ständig. Wenn zum Beispiel Google-Aktionär oder Meta-Aktionär freut man sich natürlich, ne? Weil der Umsatz der Unternehmen steigt. Aber es gibt natürlich auch noch was anderes. Dadurch, dass wir in der Agentur sind und Kunden auch selber damit arbeiten oder wir das Ganze für Kunden tun, hat sich das insofern verändert, dass diese Big Techs mittlerweile sehr stark auf Agenturen umgehen und auf Kunden, also Kunden von uns, die wir zum Beispiel betreuen, und versuchen, dass die, im Kern ist es ja, mehr ausgeben, oder? Genau, also die umgehen die Agenturen und gehen direkt auf die Kunden zu, um da Tipps zu geben für die Ads-Schaltung. Und zum Teil machen sie es halt auch in der Art und Weise, dass die Kunden verunsichern, also sagen, dir geht Umsatz durch die Lappen und so weiter, wo natürlich danach gefragt wird bei der Agentur, ja stimmt das, was macht ihr da? Und das ist natürlich ein recht unbefriedigendes Verhältnis auch für uns. Was wir auch gemerkt haben, ist es, dass es zum Beispiel, ich kann von Google reden, weil ich da am meisten Insights habe, gibt es da eigentlich zwei Arten von Programmen. Es gibt einmal die Consultants direkt bei Google. Das ist für die großen Marken, also für die großen Werbetreibenden, die richtig viel Budget in die Hand nehmen. Die sitzen auch tatsächlich bei Google in Hamburg zum Beispiel. Und dann gibt es eine Drittagentur, die von Google beauftragt ist. Und die arbeiten on behalf of Google, heißt das Ganze. Und die sitzen zum Beispiel, plastisch in einem letzten Fall, den ich hatte, in Krakau. Und diese Agentur wird dann beauftragt, einfach bei Kunden oder Agenturen rumzurufen und dort sozusagen zu consulten, dass sie natürlich mehr Umsatz generieren mit Google. Ich weiß nicht, wie ist das bei Meta? Kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das jetzt genauso analog dazu ist, aber es ist schon so, dass ich merke, dass bei verschiedenen Kunden ich verschiedene Ansprechpartner habe und die einen mehr wissen als auch die anderen. Also das kommt das schon so ein Stück weit, dass es da auch so ein Stufenmodell gibt. Und die jeweiligen Ansprechpartner dann verschiedene Freigabefunktionen auch haben. Genau, ich blende dir mal so eine Mail ein, wie sowas ausschaut, ne? Und die nerven de facto immer so alle Vierteljahre. Er wechselt dann auch diese Account-Ansprechpartner, auch das ist immer das Interessante. Die sind auch ziemlich juniorig, haben eigentlich wenig Ahnung von der Materie, muss man dazu sagen. Gefühlt gehen die auch einen Leitfaden durch oder so eine Checkliste, die sie sozusagen mit dem Kunden durchsprechen müssen. Und hier ist halt auffällig, dass sie immer mehr zur Automatisierung raten. Also sie wollen, dass der Kunde immer mehr auf Autopilot diese Tools umstellt. Da haben wir selber auch im letzten Jahr Erfahrungen gemacht bei einem großen Kunden. Und jetzt war auch wieder die SMX-Marketing-Messe in München. Und auch da wurde dieses Thema auch nochmal sehr kritisch angesprochen, dass es anscheinend so ist, dass die auch tatsächlich verprofessioniert werden. Also zum Beispiel bei Google, wenn es denen gelingt, einen Kunden in eine maximale Performance-Kampagne reinzureden, die er vorher noch nicht hatte, bekommen die einen Bonus. Oder wenn die einen Kunden überzeugen, auf maschinelles Lernen umzustellen, eine Kampagne, wo vorher nicht maschinelles Lernen war, bekommen die einen Bonus. Da merkt man schon mal, wo der Anreiz ist, und zwar nicht beim Kunden, ne? Genau. Also der Anreiz ist nicht unbedingt, ob das Sinn für den Kunden macht, sondern der Anreiz ist am Ende des Tages, dass diese Revenue von Google sich natürlich erhöht. Ne, und das sind die plastisch dazu übergegangen, eigentlich sehr aktiv da einzugreifen und sozusagen ja, Kunden Angst zu machen, indem man den Kunden sagt, da bleibt Umsatz liegen, obwohl das oft in der Strategie einfach nicht sinnvoll ist. Und wir sind zum Beispiel eine Online-Marketing-Agentur, die ja die Kunden auch in ganz verschiedenen Marketingkanälen auch betreut. Und es ist ja nicht unbedingt immer sinnvoll, nur bei Google einen Haufen Geld auszugeben, oder? Weil es ja noch andere Kanäle voll gibt. Der Rundumblick hat man das Gefühl, der fehlt da sehr oft. Weil die immer aus ihrem Bereich denken. Ne? Meta denkt nur an Meta, Google denkt nur an Google, Amazon an Amazon. Definitiv, und da eben den meisten Umsatz zu bekommen. Und es spiegelt sich auch wieder, wie du eingangs gesagt hast, in den Zahlen der Unternehmen, die sukzessive wachsen. Ja. Was dafür spricht, dieses Wachsen der Zahlen und die Anrufe, die wir eben gehäuft bekommen, die dazu bringen, mehr auszugeben. Natürlich hat dann das Unternehmen einfach mehr Geld zur Verfügung und wächst. Für dich als Aktionär nicht schlecht. Genau, das funktioniert ja super. Als Agentur oder als Kunde nicht unbedingt, ne? Weil es ist ja nicht immer unbedingt sinnvoll, zum Beispiel diese maximale Performance-Kampagne bei Google ist ein relativ
neue Kampagnenform, das ist wie eine Blackbox. Also du siehst gar nicht, was da unter der Motorhaube passiert, aber Google rechnet ab. Ne? Ich habe einen Case von einem großen Kunden im letzten Jahr, da hatte ich tatsächlich auch einen direkten Google-Ansprechpartner gehabt, also der auch bei Google gearbeitet hat, und da hast du schon gemerkt, dass der auf Provision arbeitet. Ne? Und da hat er versucht, in die maximale Performance reinzureden, das Ganze. Und was wir dann festgestellt haben, als wir mal unter die Motorhaube geschaut haben, dass sich dann diese maximale Performance extrem in den Brand reingehackt hat, der verdammt stark ist, der wird hunderttausende Male im Monat gesucht, aber wir hatten den sehr günstig auf dem CPC laufen, also auf dem Klickpreis. Wir hatten da für einen Spottpreis diesen Brand gesichert, und jetzt war es so, dass diese maximale Performance sich da reingehackt hat, die sah auf den ersten Blick super leistungsstark aus, aber hat sozusagen den Preis des CPCs verfünffacht. Das ist der Wahnsinn für einen Brand. Ja. Ja. Also für Google eine tolle Sache, und das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von mir an der Stelle. Jetzt ist es ja so, dass natürlich diese Tools immer einen riesen Vorteil haben, weil die sehen natürlich noch viel mehr. Und meine Vermutung ist, wenn ein Mitarbeiter bei Google direkt da hinterher ist, dass die praktisch sehen, okay, es gibt die Marke X, sagen wir mal Zalando, und Zalando wird im Monat Millionen von Male gesucht. Und jetzt sehen die, jetzt geben die vielleicht nur einen Klickpreis von 10 Cent aus für diese Marke, aber da ist ja für uns doch viel mehr Potenzial. Wenn es nur gelingt, sage ich mal, 50% mehr am Klickpreis zu erzielen, heißt das 50% höhere Werbeeinnahmen. Und bei den ganzen Millionen von Werbetreibenden weltweit ist das natürlich ein Hebel, der sich gewaltig auswirkt. Das heißt, die sehen da rein, sehen das Potenzial und versuchen dann durch, geh doch mal in die Kampagne X, geh doch mal in Kampagne Y, mach doch mal Google Shopping noch ein bisschen auf Automatisierung. Und so bekommen die dann am Ende mehr Geld. Das ist einfach von mir eine Vermutung. Das habe ich auch so ein bisschen mit Zwiegesprächen gesehen von mit den Leuten, die wir da gesprochen haben, dass da immer eigentlich der Anreiz war, eine Checkliste durchzugehen, immer dieselben Themen. Und was du eigentlich auch immer sehr schnell siehst, ist, alle Vierteljahre wechseln die durch. Du musst ihnen immer das Geschäftsmodell des Kunden neu erklären. Und das ist halt etwas, was für eine Agentur zeitaufwendig ist, und es bringt uns auch persönlich null weiter. Und der Kunde hat auch einen Haufen zu tun. Wir haben Gott sei Dank ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden, aber stellt man sich mal vor, wenn jetzt zum Beispiel Agenturen Kunden haben, die vielleicht für sowas sensibel sind, da werden ja sozusagen dann die Agenturen schlecht gemacht. Ja, oder wenn es eine Anfangsphase von so einer Betreuung beispielsweise ist, noch kein so ein gutes Verhältnis zwischen Kunde und Agentur da ist, genauso schwierig. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, vielleicht bist du selber auch selbstständig, du hast vielleicht Google angerufen, oder auch wenn du in einer Agentur bist, wäre es mal super, wenn du mal in die Kommentare reinschreibst, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen, denn meiner Meinung nach ist es auch schon ein bisschen sehr kritisch, weil ich vergleiche das immer mit dem Pharmahersteller, ne? Der die Pillen herstellt für irgendeine Krankheit, und stell dir vor, der kommt dann zu dir, umgeht den Arzt und macht dann die Anamnese bei dir. Er sagt, pass auf, Lisa, du hast die Krankheit und nur mein Medikament kann dich heilen. Also in der normalen Welt würden wir uns auf sowas ja nie einlassen. Und das ist die Veränderung dieser Big Techs, dass sie jetzt sozusagen versuchen, auch direkt nicht nur die Werbeplattformen zur Verfügung zu stellen, sondern am Ende auch extrem reinzugreifen, die Algorithmen zu nutzen, um für sich beim Kunden einfach nochmal mehr mit rauszuholen. Unter jeglicher Umgehung von erfahrenen Marketern und Marketingagenturen. Bei Meta ist es auch, dass wir den Ansprechpartnern immer wieder das Geschäftsmodell neu erklären müssen und auch ganz, ganz viel natürlich in die, bei Meta heißt es Advantage plus Shopping Kampagne, was quasi so ein bisschen ist wie die maximale Performance, würde ich jetzt mal sagen. Kann man noch ein bisschen mehr reingucken, aber das ist halt auch so eine Kampagne, die sehr, sehr alleine läuft. Haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit diesen Kampagnen, aber auch nicht bei allen Kunden. Also man kann das nicht pauschal auf alle Kunden umsetzen und sagen, hey, das ist die Kampagne, mit der alles gut wird. Das ist es nicht. Auch wenn Meta da vielleicht dazu rät, aber das ist es nicht. Es kommt aufs Individuelle an, aufs Geschäftsmodell des Kunden. Was macht er überhaupt? Genau, das kommt immer drauf an. Was hat er für eine Marke? Hat er Markenbekanntheit? Hat er keine? Ist es ein Startup? Das sind ja alles Dinge, die da berücksichtigt werden müssen, weil vor allem für ein Startup ist es halt brutal, ne? Wenn du dein Geld zum Fenster rausschmeißt und auf der anderen Seite sagen die dann, lauf doch, und du kannst nicht unter die Motorhaube bei gewissen Kampagnenformen blicken und dir bleibt dafür Geld liegen, oder in anderen Kanälen wäre es dann besser eingesetzt. Was ich jetzt schon auch krass finde, ist der Datenschutzgesichtspunkt, ne? Weil es ist ja schon so, ich kann jetzt in dem Fall von Google reden, dass Google sozusagen deine Daten als Werbetreibende an einen Drittanbieter im Ausland abgibt, der dich dann aus Krakau anruft und als Google-Berater auftritt. Das ist schon eine heftige Geschichte. Ich meine, es gibt ja immer gegen die Big Techs immer wieder EU-Verfahren hier und da. Vieles davon ist einfach Blödsinn. Aber das zum Beispiel, das ist was, wo man sich vielleicht mal beschäftigen sollte, weil das ist ja auch zum Teil wettbewerbswidrig, weil sie nutzen ja sozusagen ihre Alleinstellung, ihre Marktmacht, die sie haben, auf die Plattform in sich schon mal, und versuchen sozusagen für sich mehr Kohle noch rauszuholen. Und erstmal demjenigen, der den Anruf bekommt, der denkt sich,
krass, der kommt von Google, aber kommt der ja gar nicht. Ja, ich meine, wir kriegen das ja recht schnell raus, ne? Ein, zwei Fragen, dann weißt du Bescheid. Aber ein Werbetreibender, also ein Unternehmen nicht unbedingt, die jetzt nicht den ganzen Tag Online-Marketing machen, die sind da auch zum Teil irritiert, ne? Voll und verunsichert. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch in die Kommentare kommt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr unsere Ansichten teilt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Online-Marketing-Themen gut findet und euch dafür interessiert, dann like das Video, kommentiert es, folgt unserem Kanal und bleibt immer up to date. Und wenn du selber vielleicht Unternehmer bist und wir dich unterstützen können, schau mal unter den Link im Video, gerne helfen wir dir weiter.